Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrant Mechanic. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin Eric Saug und wir legen auch gleich los. Heute ein Kampfhubschrauber. Aber irgendwie anders da, als wie man es kennt. Also wir haben kein Rotorblatt oben, sondern wir haben Flügel und an den Flügeln ist ein Ventilator. Interessant. Bin ja mal mega gespannt, wie sich das Ding fliegen lässt. Performance ist aber, ja, nicht so prickelnd. Mir fallen auch direkt auf den ersten Blick einige Sachen auf, wo ich mir sicher bin, dass man dadurch die Performance verbessern könnte. Aber die schauen wir uns dann nachher im Detail an. So, aber jetzt erst einmal, dieses nette Ding ist von Runip YouTube. Das ist der Kampfhelikopter, mit dem man schnell fliegen kann und auch gut zerstören kann. Der Eingang für den Raum ist eine Luke auf dem Dach. Man muss über die Glasscheibe laufen, um da hochzukommen. So, wir haben 1 Tür, 2 starten, nach oben fliegen mit der 3, 4 nach unten fliegen, Licht mit der 5, Bob werfen mit rechts, Bob werfen links. Und ich vermute mal, mit WASD fliegen wir das Flugzeug, also rechts, links mit AD, WS nach vorne und hinten. Bin ich mega gespannt. Wie gesagt, Performance ist richtig, richtig mies. Also es geht, ja, man kann es spielen. Aber schauen wir mal, wie das Ding in der Luft sich verhält. Also was mir jetzt auffällt, sind zum Beispiel die Rotorblätter, die stehen hier raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Und das sieht auch ein bisschen komisch aus, um ehrlich zu sein. Mich wundert das sowieso, dass du die da reingekriegt hast. Dann, Stoßdämpfer ist immer eine Sache. Ja, weniger Stoßdämpfer sind manchmal mehr. Ich hätte auf jeder Seite diese Doppelstoßdämpfer weggelassen. Und dadurch hätte ich mega Performance gespart. Bestenfalls gar nicht ohne Stoßdämpfer machen. Das probieren wir nachher mal auch aus, ob das vielleicht ein bisschen was bewirkt. Ah, hier kommt man Dings, aber wenn man jetzt in den Raum möchte, also hinten rein, dann muss man hier über diese Luke. Ah, okay, weil man wahrscheinlich von vorne nicht nach hinten kommen würde. So, was haben wir hier? Licht. Oh. Vorsicht. So, okay. Aha. Die können wir wieder zumachen. Ja, das ist schon mal ziemlich cool, das gefällt mir. Oh. Was haben wir jetzt? Oh, wir haben eine Bombe abgeworfen. Schmeißen wir die mal in die Tonne. So, okay, dann nochmal neu spawnen. So. Oh, da meldet sich auch mein Dekodierer. Zu viel Performance. So, na gut, okay. Fliegen wir erstmal, bevor wir sagen, ob das scheiße ist oder nicht. Hör, wir sind sogar die Geschwindigkeit oder was? Was ist das für eine Mod? Die ist ja lustig. Okay, also 2. Das ist schon mal Performance auf jeden Fall besser. So, wir sehen die Rotorblätter, die haben da hinten irgendwie Probleme, ja. Nimm kleinere. Oder mach's optisch. Ich glaube nicht, dass die notwendig sind. Weil so ist das. Das ist ja scheiße so. Das sieht erstens doof aus. Nicht nur, weil es übersteht, sondern weil es sich nicht richtig dreht. Das ist einfach nicht optimal. Also wirklich nicht. Aber auch hier so, ne? Wenn man hier so fliegt, ist die Performance so, naja. Aber was richtig cool ist, der Heli ist sehr, sehr, sehr stabil. Also den kann jeder fliegen. Performance ist wirklich katastrophal. Okay. Jetzt haben wir 4. Also 4 ist sinken. 3 ist steigen, gell? Genau. Warum die Türen unten immer auf und zu gehen, was die Dinger da unten, das weiß ich nicht. Ah, das ist Licht. Und 6 kann man jetzt abwerfen. Oh! Ach so! Das wirft so lang weiter.
ist Ultra. Was ist das für eine Mod? Das müssen wir uns dann mal glatt anschauen. Leider haben wir jetzt auch... Na, ist vielleicht eh besser. Aber das soll 50 km/h sein. 100. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gehen wir mal auf den Boden. Also ich meine, dafür kannst du wahrscheinlich nichts. Dafür, das ist die Schuld des Modders. Weil er meint, das sind 200 km/h. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, Lenkung ist jetzt irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Ich lenke nach links und es passiert absolut nichts. Performance ist auch immer schlimmer irgendwie. Also wenn das hier 50 km/h sind, fresse ich einen Besen. Also das hier. Das sind 50 km/h. Alter Schwede, nicht schlecht. Da habe ich ja Chats, die fliegen ja Millionen km/h dann. Okay. Ja, aber dafür, wie gesagt, dafür kannst du nichts. Das liegt dann an der Mod selber. So, aber Performance ist wirklich, wirklich eine Katastrophe. Das ist kein schönes Spiel. Jetzt machen wir mal einfach testweise hier mal auf beiden Seiten... Stoßdämpfer weg. Jeweils zwei. So. Okay, also ist ein bisschen besser, aber viel besser ist es dadurch nicht geworden. Was ist das hier jetzt für ein Teil? Das hier erzeugt dann einen Block oder was? Okay. Und wie? Ach, das ist wahrscheinlich... Ist das wahrscheinlich ein... Was wird das sein? Bomb? Ach, das kennen wir doch schon. Bomb Spawner. Ja, das ist natürlich schon mega geil, gell? Recent function will be changed in... Ah, demnächst auch noch neue Funktionen. Geil ist natürlich, wenn man dann da... ja, andere Arten von Bomben, zum Beispiel so Raketen dann auch spawnen könnte, ne? So, aber okay. So, jetzt schauen wir uns mal die Bearings an. Also, was ja auch Thema ist, ist der Ventilator, sind die Dinge hier, ja, die hier rausstehen. Die machen wir jetzt mal weg. Ach, da sind Thruster drin. Wird dann natürlich nicht mehr fliegen können, wenn die draußen sind. Aber wir probieren es einfach mal aus, weil mich das mit der Performance interessiert. Sieht er den nicht als Block an, oder wie? Also das hier ist kein Block in dem Sinne, aber warum dreht sich das nicht richtig? Also das wird dann wahrscheinlich auch nicht, wird auch der Performance nichts helfen. Okay. Schauen wir mal weiter. Also Bearings sind natürlich immer ein Thema. Du hast hier sehr viele Schrägen. Oh! Oh, was hast du denn da gemacht? Ist das fest? Ist das ein Teil? Ach, herrje. Okay, das ist natürlich auch nicht so gut. Und zwar... Du hast hier... eine gerade Stange. Ach, herrje. Oh weh. Du hast hier... Das kann ja nicht funktionieren. Du hast im Prinzip zwei Stangen, zwei Bearings, die du wahrscheinlich in eine Richtung eingestellt hast. Das kann aber nicht funktionieren, weil das beides ja fest ist. Sprich, das arbeitet gegeneinander. Wenn ich jetzt das hier wegmache, schau mal, was das hier Performance ausmacht. Kein Wunder, warum das so Probleme macht. Jetzt machen wir hier noch weg. Zack, einwandfrei. Also das darfst du niemals machen. Das ist eine Vollkatastrophe. Und zwar hast du hier ein Bearing. Das ist ja ein festes Teil. Jetzt schau mal, wo jetzt die Stange ist. Warte mal. Ach, herrje. So.
Schau mal, wo diese Stange hin will eigentlich ursprünglich, ja? Hier war sie gewesen, die will aber hier hin. So, und du hast diesen Baron gesagt, er soll aber auf diese Position gehen, wie er jetzt ist. Kann er aber nicht. Das funktioniert nicht, weil das ja hier fest ist. So, dieser Baron versucht ununterbrochen auf diese Position zu kommen, wo er aber gar nicht hinkommen kann. Ununterbrochen. Weshalb erstens ist die Steuerung meistens ziemlich scheiße. Irgendwann sagt sie dann, nee, das funktioniert nicht mehr. Und mit jeder weiteren Sekunde, wo er versucht, auf diese Position zu kommen, desto beschissener wird das für ihn, das zu berechnen, weil er nicht da hinkommt, wo er hin will oder hin soll. Und genau, und das kostet unglaublich viel Performance. Also wirklich unglaublich viel Performance, wenn ein Block oder ein Gegenstand wohin bewegt werden soll, wo er nicht hin kann, weil entweder irgendwas blockiert oder weil es irgendwo festgeschweißt ist oder mit einem anderen Baron verbunden ist. Also das darf man wirklich, das ist wirklich, das darf man niemals machen. Das ist wirklich, das ist jetzt nicht böse gemeint oder sowas, aber das kostet unglaublich viel Performance. Also unglaublich viel. Und es bringt dir auch gar nichts, ja. Das bringt dir überhaupt nichts, hier zwei Stangen reinzumachen, die diese Position einnehmen. Und das Schlimme ist, du hast wahrscheinlich diesen Bearings auch gesagt, der soll da hingehen. Kann aber ja noch weniger, weil er unten schon gesagt kriegt, er soll da hingehen. Also das ist wirklich, also das ist wirklich ganz übel. Das ist wirklich, wirklich mega übel. Jetzt schauen wir mal, das ist hier drunter. Guck mal dran. Nee. Machen wir das mal kurz weg. Hä? Nee. Hä? Wo ist das jetzt? Hä? Wo ist das? Ach, da. Okay. So. Also, wir haben einmal die 2 und die 1, ne? Genau. 2 und 1. So. Die 2 und 1. Das ist einmal ich. Ja. Und dann auch noch zwei verschiedene Werte gemacht. Das ist eher noch schlimmer. Das kann nicht funktionieren so. Wirklich nicht. Du musst das. Also das ist wirklich ein mega Tipp für dich. Mach das weg. Zack. 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 Voila. Machst diese zwei Bearings weg, je weniger Bearings sowieso besser, dann macht das so, ja, also das geht ja auch. Dann hast du diese doppelte Leiste noch, aber sieht deutlich besser aus. Ist deutlich von der Performance her besser. Oder du machst es so, ja, dann hast du keine Kante, das geht ja auch noch. So, voilà, hast es, optisch hast du genau dasselbe wie vorher. Und du hast nicht mehr diese Performance-Probleme. Schau mal, wie flüssig das Teil jetzt ist. Ja, mega geil. So, und jetzt fliegen wir mal. Schauen wir mal. Achso. Hab oben die Knöpfe weg. Also auf sowas, das ist auch für alle anderen für euch. Wirklich. Lass nicht dein Bearing etwas machen, was er nicht erreichen kann oder was er nicht schaffen kann. Weil das kostet so viel Performance. Und es ist egal, ob das eine Tür ist, ob das hier so eine Stange ist oder irgendwas anderes. Das ist völlig wurscht. Aber sobald ihr von dem Gerät, also von diesem Bearing etwas verlangt, was er nicht machen kann, was er nicht erreichen kann. Katastrophe. Auch sowas jetzt, ja. Das ist immer scheiße. Schau mal, wie die Performance jetzt runter geht, jetzt mache ich auf, Performance besser, jetzt gehe ich wieder runter, Performance scheiße, gehe ich wieder hoch, Performance gut. Das ist der beste Beweis, sobald ein Bearing nicht diese Position erreicht, an der er hinkommen soll, fängt es an zu laggen. Seht ihr das? Wie krass das ist. So, jetzt passt es, ja, weil die Tür jetzt da ist, wo verlangt wird, wo sie hinkommen soll. So, schauen wir mal. Oh, schau mal, wie schön das Ding jetzt fliegt. Okay, es ist immer noch ein bisschen tricky, weil du unten diese das da unten noch hast, ja. Warten wir mal. Boah.
Also es ist natürlich immer deine Sache, wie du das bauen willst oder wie du dir das vorstellst. Ne? Das, ich will da auch gar nicht reinreden. Es gibt eigentlich so gesehen ja kein richtig oder falsch. Aber meine Meinung ist, lieber auf so Kleinigkeiten verzichten und dafür ein Fahrzeug zu entwerfen, was deutlich ressourcenschonender ist, womit man dann auch wirklich Spaß haben kann. Wenn ich jetzt ein so Flugzeug hinstelle und dann vielleicht noch ein zweites, das Spiel ist unspielbar. Das kann man nicht mehr spielen. Stelle ich so ein Fahrzeug hin und stelle dann vielleicht noch ein Fahrzeug hin, unspielbar. Und da an sowas muss man immer denken, wenn man sowas baut, dass man ja vielleicht nicht nur das Ding fliegen will, sondern vielleicht auch noch was anderes machen möchte. Deswegen immer so denken, dass man so sparsam wie möglich baut und vielleicht auf das eine oder andere verzichtet. Jetzt haben wir hier zum Beispiel auch ein super schönen Fall. Ich habe früher sowas auch immer mit Stoßdämpfer gemacht, ja. Ist natürlich schön, ne? Es federt schön und super geil, sieht toll aus. Ja, wirklich, kann man nicht sagen. Aber es lohnt sich nicht. Die Performance, die leidet so stark darunter. Und du lässt dann diese zwei Dinger dann auch noch so zusammenklappen, dass sie dann, dass diese Feder mit dieser Feder so nah zusammenkommt. Zwei Federn so nah aneinander kommen zu lassen durch Variablen, also durch Bearings, ist auch immer ganz, ganz, ganz gefährlich. Das kann immer richtig nach hinten losgehen. Jetzt schauen wir uns mal kurz mal die Stellung ein, weil deine Stoß, also die Federn unten, die verhalten sich extrem seltsam. Wir haben hier die 1 und 2. 75, 75, 50, 50, 50, 50. Okay, also das scheint zu passen. Kann aber auch sein, dass einer in die falsche Richtung geht. Das werden wir jetzt auch so leicht rausfinden. Aber zum Beispiel dass du das hier mal weglässt. Die brauen die sich nicht zusammenklappen. In echt macht er das auch nicht. Also in echt gibt es keinen Helikopter, der seine Kufen einfährt. Oder wegklappt. Wegklappen sowieso nicht. Was bringt es mir? Scheiße! Was bringt es mir, wenn die Kufen in die Mitte geklappt sind? Da können sie auch außen bleiben. Noch besser wäre es, wenn du die Federn ganz weglässt. Lass sie weg. Mach das einfach hier mit normalen Stangen hier. Zack. Also so. Da würde ich gar nicht so rummachen. Keiner wird in 2 Wochen oder sowas sich bei dir melden und sagen, boah, geil. Die Kufen sind so schön gefedert. Das wird keiner sagen. Man wird sich bei dir melden, wenn man sagt, also man wird höchstens vielleicht sagen, sowas wie zum Beispiel, boah, dein Flugzeug sieht so, also dein Helikopter sieht so geil aus, fliegt sich super, leckt nicht und trotzdem kann das Ding auch noch Bomben abwerfen. Daran wird man sich erinnern. Das wird man dir vorhalten und sagen, boah, geil. Ja, aber sobald das Flugzeug anfängt zu lecken, werden die Leute sagen, uah. Naja. Gefällt mir nicht. Spreche ich aus eigener Erfahrung. Ist bei mir nicht anders. Ich habe manchmal Kreationen, wo ich was baue und voll stolz bin und mir so viel vornehme. Und dann am Ende fängt das Ding voll an zu laggen. Und was kriege ich als Kommentare? Es laggt. Es laggt. Keiner sagt, boah, das sieht so geil aus, so voll die Details. Sieht super cool aus. Und ich kriege immer zu hören, es laggt. Deswegen mach's so. Und das sitze ich am Ende keine Sau für. So. Selbst das ist schon Performance pur, Leute. Weil ein Heli, der ist ultra, wirklich. Also, großes Lob. Der ist wirklich, wirklich ultra mega.
Ah, das sieht geil aus. Als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, boah, den muss ich unbedingt vorstellen. So. Schauen wir mal. Also jetzt hier, ne, richtig geile Performance. Also wirklich super geile Performance. Was ist heute mit meinem Hals los? So, schau mal, wie geil er jetzt abgeht hier. Boah. Ein bisschen mehr nach vorne fahren könnte er, ne? Ach, schau mal, wie flüssig das jetzt ist. So. Land nochmal. Das sieht schon cool aus. So wie so ein Vogel, gell? Aber siehst du deine Stange hier unten, was sie die ganze Zeit macht. Siehst du das, was da passiert? Irgendwo ist da noch ein Fehler drin. Die sind immer dabei, so zu flackern. Also wapp, wapp, wapp. Die ganze Zeit, ununterbrochen. Also wirklich, mach das weg, dass sie zusammenklappen und ausklappen. Es gibt hier die da. Schau mal, wie geil die sind. Hier, da hast du so schräge Stangen. Kannst auch einen anderen Winkel nehmen oder was auch immer. Und machst du das fix. Machst du das sich nicht mehr bewegt. Das kostet unglaublich viel, so viel Performance. Warte, wir können das ja mal hier wegmachen. Zack. Zack. So. Dann machst du unten ganz normal fixe Stangen hin. Das sind nur Tipps, ne? Also du müsst davon nichts machen. Also schau mal, noch mal ein Stück bessere Performance. Ohne diese schrägen Stangen. Und zum Beispiel bei den Flügeln, da hast du auch schon so schräge Blöcke drin, ja? Und da hast du auch nicht zu wenige Bearings benutzt, glaube ich. Und wenn du da so viele Variablen und Verschiebungen drin hast, dann wird das immer schlimmer, immer mehr. Deswegen versuch sowas mit so wenig Bearings wie möglich zu bauen. Ah, okay, du hast hier sowieso nur einen rein. Das zum Beispiel hast du sehr gut gemacht, ja? Nur einen rein. Hier zwei, das ist okay, damit ein bisschen Stabilität hat. Dann hast du das Ast rein. Was haben wir eigentlich hier? Ach, das ist dass der so gerade bleibt, der Flieger. Genau, dann machst du unten die Bearings weg. Alter, dann hast du so ein krasses Teil entworfen, was nicht mal leckt. Und das ist wirklich mega. Ja, das sind so meine Tipps. Ansonsten, krasses Ding. Wirklich krasses Ding. Das sieht so cool aus. Und das ist auch das, woran man sich erinnern wird. Und wo man dann auch sagen wird, boah, geil. Super cool. Wo man dann auch sagen wird, geiles Teil. Super geil, leckt nicht, läuft Performance super cool. Deswegen, mein Tipp, ob du das... Mach's es dir überlassen, Renip YouTube. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da lassen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.